Finden ja einige bei den Wolfsburgern, also nicht nur Diego mit dieser Hautallergie, auch Pollack langzeit verletzt, Virinha langzeit verletzt, Rodriguez ist angeschlagen, hat eine Mandelentzündung. Und jetzt sehen wir möglicherweise das erste Tor des Tages. Und da ist es in der Tat, es ist die Führung für die Mannschaft von Vitesse Arnhem. Es ist bei Kravina die Führung erzielt. So, da ist es. Gut vorbereitet. Vorwand mit der Nummer 10 von Davi Bröpper. Und dann kommt Aldo zu spät. Mit rechts macht er es. Und jetzt haben wir es in allen Varianten. Und sie haben wieder die... Und wieder so ein langer Ball wie beim 1:0. Und die Wolfsburger das eine oder andere Problem damit. Traoré, gut gespielt, kein Abseits. Und da ist das zweite Tor. Durch die Beine von Grün. Tolles Zuspiel. Und auch klasse am Ende. Umgesetzt. Ball zu gehabt bisher. Bisschen von Traoré. Jetzt die Frage, Abseits ja oder nein. Da läuft er hinter Naldo weg. Es ist kein Abseits. Und dann durch die Beine von Grün. Das ist natürlich ganz schön frech, was er da macht. Ja, ein bisschen vorbei dran, aber in jedem Fall Lukas Piazon ist der Torschütze zum 2:0. Und Marco Meritz, der Schiedsrichter Mr. Adel Al-Nagbi, gibt den zweiten Durchgang frei. Drei gegen vier und trotzdem setzt er sich durch und marschiert bis hin zum Elfmeter. Es ist ein Elfer, den es gibt von Ibarra, der das sauer ist, der sich da mit Arnold an, der halt aus meiner Sicht auch nicht so hingehen muss. Gian Turia ist derjenige, der ausführen wird. Hoffentlich verpassen wir den Elfmeter nicht, aber wir schauen erst einmal hier auf die Zeitlupe, da tankt er sich durch und dann, ja, ist schon ein bisschen was, was der Grün da veranstaltet. Wie auch immer, es gibt Elfmeter und es gibt ein Tor, ein drittes, das 0:3, bringt er aber zum Einsatz und deswegen glaube ich, ist es trotzdem vertretbar, auch wenn er die Hände zurücknimmt. Er geht mit der Schulter dann in Richtung des Spielers. Insofern ist dieser Strafstoß, der da gegeben wurde, keine Fehlentscheidung und eine vertretbare. Der Junge sagt, du musst weitermachen, da kommt nochmal die Szene. Das war jetzt die doppelte Möglichkeit für die Wolfsburger. Erst einmal Kuh, der das klasse macht. Und dann gibt es im Nachsetzen den Schuss. Und da gibt es Elfmeter. In der Tat, weil da ein Handspiel angeblich war. Und es gibt also den Strafstoß tatsächlich und jetzt die Gelegenheit für den VfL Wolfsburg hier den Anschlusstreffer zu markieren. Und es gelingt. Und natürlich macht er 1:3. Also wir erschließen sich noch immer nicht ganz, warum er Elfmeter gegeben hat. Kann im Prinzip nur daran gelegen haben, dass da bei diesem Abwehrversuch. Nächste Kopfballchance und nächstes Tor. Ja, klasse, was Dost. In der Sicherheit zu einem Remis und das wäre dann ein versöhnliches Ende. Gut vorbereitet hier von Kuh. Macht der klasse und Dost, ja, der ist da. Und genauso wollen sie ihn sehen, natürlich bei den Wolfsburgern. Das soll er bringen dann auch in der Fußball-Bundesliga diese Torjäger.